Guten Morgen, meine Lieben, und frohe Ostern wünsche ich euch. Es ist heute Samstag, ich weiß gar nicht, sagt man dann frohe Ostern oder sagt man das nur an dem Ostersonntag und Ostermontag? Keine Ahnung, ich wünsche euch jedenfalls frohe Ostern. Ich wollte mich gerade ein bisschen schminken, bin noch nicht lange wach. Wir waren schon mit dem Hund spazieren und haben eine Kleinigkeit gefrühstückt. Und jetzt wollte ich mich ein bisschen frisch machen. Ich bin kein Schminkprofi. Ich versuche es trotzdem mal. Nicht wundern, dass ich so nach nebenan gucke. Da ist der Bildschirm, wo ich dann halt sehe, was ich mache. Normalerweise nimmt man ja so Schwämmchen, glaube ich, dafür. Aber egal, geht auch mit dem Finger. Mal Spiegel. Das Geräusch, was sie immer hört, dieses Kruch, 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 das ist der Smurfy, der springt jetzt immer in die Badewanne und kaut dann da alles an. Die Duschdings hier. Wir haben so diese Duschtür, diese feste, und die kaut er dann an. Ja, wir wollten sowieso schon einen Duschvorhang holen. Also wollen ja die ganze Wohnung renovieren, bis auf die Küche, weil wir die erst gemacht haben. Die haben wir erst renoviert. Und ja, wir wollten halt einen Duschvorhang holen mit einer Duschstange. Von daher, in der Kamera sieht das immer voll extrem aus, so ganz hell. So, dann male ich mir mal Augenbrauen. Mit dem Bürstchen. Die sich schminken können, die lachen mich bestimmt aus. Dann habe ich mir vor kurzem den geholt, einen Flüssig-Eyeliner. So ist der, und ich finde das eigentlich ganz schön, wenn man den so aufträgt. Ich sehe den Hund im Hintergrund. Ich finde es halt nur extrem anstrengend, den aufzutragen, weil ich halt absolut keine Übung habe. Also wenn da jemand Tipps hat, wie ich den Eyeliner gut auftragen kann, gerade und schön. So, geht das so? Ja, ne? Für meine Verhältnisse geht das. Ela versucht sich zu schminken. Ja, da ich hier schön wieder Ausschlag hatte, habe ich diesen super Abdeckstift. So, und jetzt noch die Wimperntusche. Ich habe übrigens alles billige Schminke, günstige Schminke, sagt man ja. Billig soll man ja nicht sagen. So.
Weil er hier eingesperrt ist. Aber er darf nicht raus, weil wenn ich ihn im Wohnzimmer lasse, ist er da alleine, dann macht er nur Mist. Deswegen macht er jetzt hier Mist. Dann sind da immer so Schilder dran an Badematten und Anziehsachen und so. Und die will er immer abfetzen. Rausfetzen. So, okay. Ich bin jetzt für meine Verhältnisse relativ zufrieden mit meinem Make-up. Kann man ja nicht sagen, das ist übertrieben. Mit meinen Anmalen versuchen. So. Ja, Make-up nutze ich gar nicht. So sehe ich halt aus. Was ist los? Bist du jetzt beleidigt? Hast dein Körbchen runtergezogen? Soll ich dich ins Wohnzimmer lassen? Dann komm. Dann komm. Und zeig mal, was du machen würdest. Hm? Jetzt fühlst du dich beobachtet, ne? Dann machst du keinen Mist. So, ich räume jetzt hier noch ein bisschen auf. Und dann können wir in den Starttag starten, nicht in den Starttagen. Wir wollten heute Pferdemist abholen. Bekannte von uns haben ein Pferd und wir bräuchten Pferdemist für unseren Acker. Wir haben ja sehr viel Gemüse wieder angepflanzt und geplant anzupflanzen für dieses Jahr. Und dann wollten wir heute Pferdemist abholen und hier in dem Garten verteilen bei uns. Ja, ist doch cool. So, wir schreiben gerade die Einkaufsliste für nächste Woche und den Essensplan. Umstellung heute bis 21 Uhr. Ja, Bernd sagt gerade, der Pizzastein kommt wohl heute schon. Ne, wir haben kein Holz. Weil wir dachten, der kommt erst nächste Woche, den wir bestellt haben, den Pizzastein. Deswegen haben wir für Samstag Pizza und für Sonntag diese türkische Pizza Lahmacun aufgeschrieben, die wir dann da auf dem Grill machen möchten. Ja. Das sind jetzt zwei von Romy spielen, weil der ist halt drei Stops entfernt und dann bin ich rein, bis er da war. Okay. Er sagt, er würde jetzt einen Backflip machen. Dann haben wir. Achso, wir haben dann vor, auf diesem Grill mit Birkenholz hast du bestellt, ne? Buche. Buche. Buchenholz ein Feuer zu machen und dann selber diese Kohle zu machen und dann den Pizzastein da oben drauf. Und wenn er dann 45 Minuten vorgeheizt hat, dann kann man da die Pizza drauf machen. Oder halt die türkische Pizza in unserem Fall. Oder beides. Flammkuchen. Flammkuchen, dann genau. Nur diese ägyptisches Brot. Wollten wir mal testen, was so aufgeht. Da habe ich ein gutes Rezept schon letztens gescreenshottet auf Facebook von so einer muslimischen Bäckerei war das. Okay, ja, können wir mal ausprobieren alles. Wir zeigen euch das dann. Und dann haben wir Montag Lasagne, weil Bernd ja letzte Woche einen Tag Bolognese gemacht hat, habe ich noch Lasagne eingefroren und für Mittwoch gibt es dann den Rest Lasagne und Dienstag gibt es Brokkoli Curry für uns und Miracoli für Calvino, weil der mag kein Brokkoli Curry und für Donnerstag und Freitag haben wir noch nichts. Falls ihr Tipps habt oder Rezeptideen, schreibt uns mal bitte in die Kommentare. Nee, kein Spanferkel, das müsste ohne Fleisch sein. Na, und vegetarisch könnten wir noch veganisieren, das wäre kein Problem. Filmst du dich jetzt hier wieder? Hm? Filmst du mich? Ich film dich. Gut, nicht, dass ich koche. Nein, musst du dich ganz stark zusammenreißen. So, und wir machen jetzt unser neues Familienhobby, Romy. Ich glaube, gestern habe ich 20 Partien gespielt. Woran merkt man, dass jemand einen Jolli zieht? Ja! Wusstet ihr, dass ich einen Jolli gezogen habe? Nein. Ich hab schon Hand. 13, 14. Die Mutti darf anfangen. Okay. Was klopfst du denn schon? Ach so, Verdacht schon mal üben. Die klopfen schon mal warm machen. Warte, dann muss ich mal jetzt die Kamera hier. Mach mal, film ich mal die Mutti. Aber dann haben wir das Haus im Hintergrund. Etty, der wieder innen durchdreht. Etty dreht durch. Siehst du? Ja. Er macht Welzi, Welzi. Wir haben uns doch einen Pizzastein bestellt, damit wir draußen Pizza backen können auf dem Grill.
Ja, das habe ich extra in rund bestellt. Ja. Damit der auf den Grill passt. Nee, 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 der ist nicht. Na, er will schon kauen, sagt er. Das ist ein Pizzastein, der kommt auf den Grill. Wir haben ja auch Holz bestellt. Und dann wird der heiß gemacht und dann können wir Pizza da drauf machen. Ich frage, ob er die Verpackung haben dürfte. Und Schaber. Schlaf, er kaut schon mal an, damit wir nicht mehr so viel arbeiten. Der war auch dabei. Klöti. 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 So ein Pizza-Schaber, die Hängung. Zeig mal die Hängung, was du immer machst, wenn der Smurfy Mist macht. Er hat jetzt keinen Mist gemacht, dann will ich oh. Oh, die Hängung. So, und hier wird. Oh! Oh, 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 oh. Wegen dem Auspacken alles vergessen. Bis auf den Boden gespritzt. Kein Salat. Hier wird fleißig gesund gekocht. Kein Salat? Kein Salat, habe ich nicht gemacht. Ich war spazieren. Was hast du gemacht? Ich habe gezockt. Keine Zeit haben wir zum Kochen. So. Jetzt hat er es gemerkt, dass er hier was zu lecken hat. Ja, jetzt ist es zu spät, Smurfy. Testen. Soll ich hier mit an der Wand schmeißen, ne? Ne, bleibt nicht kleben. Essen wir draußen, oder? Ja, dann können wir ja Calvino und Smurfy können schon mal rausgehen und wir kommen gleich mit den Essengaben nach. Wir essen Calvino, nicht Rommi. Ja, danach spielen wir Rommi. Komm, Smurfy, raus. Alle Kinder gehen raus. Oh, warum bist du so nass? Ja. Ja. Stimmt. Ja. Ja. Schön warm. Der Kot ist schön warm. Ja. Und dann weg. Hilf mir. Ich helfe dir. Guck mal, was ich hier habe, Smurfy. Oh. Happy mit der Cappy. Guck mal, Smurfy. Oh, jetzt hat er es gemerkt. Was haben wir hier? Ja, komm. Dein Werk. Musst du nicht bohren dafür? Für die. Ich würde jetzt einfach nur den Kopf und die Haltung da machen und den Rest einfach lassen, weil dann einzeln hätte mehr gekostet als das Fett. Okay. Dann können wir das vielleicht noch mit einem anderen. Ja, können wir schauen. Murphy ist ganz excited. Ja. Wenn man schon den ganzen Tag drüber nachdenkt, das wird nicht passen, das wird nicht passen. Ja, deswegen, zur Not mache ich das komplett ab. Ja. Dann gibt es eine ganz neue Stange. Das ist so klug. War voll im Baumarkt? War voll geil. Kaum was los. Okay. Also spät, ne? Ja. Der Hund hat gefurzt. Ja, wo es liegt. Danke, Smurfy. Ich atme noch ein. Vielleicht hast du das wie ein Regenschirm in der Hand. Ja. Mexiko. Oh, Knack ist nicht gut. Knack ist nicht gut, ne? Ach, scheiße. Hier. Hund. Der Hund vergast uns. Der ist hier. Tot innerlich. Er ist aber ganz artig. Er ist jetzt sehr entspannt, ja, wenn er schön gefurzt hat. Kurz raus ist. Ja, er will auch wieder in die Badewanne. Guck mal, Smurfy, du hast schon alles hier die Pfotenabdrücke auf der Wanne gemacht. Das muss doch nicht sein, oder? Das kann dich doch nicht zu interessieren, was man sagen muss, oder? Nee.
Das war ungerecht. Die Alte darf das nur wegputzen. Ey, lass das Paket in Ruhe. Smurfy, lass das Kaminholz drin. Oder wie auch immer. Hat er danach gefragt? Er wollte selber gucken, was da drin ist. Was brauchst du? Nix. Bitte pass, bitte pass, bitte pass, pass, pass. Es passt nicht. Nein? Dann kannst du es doch bestimmt aufschrauben. Oder? Kannst du es nicht aufschrauben, dass es passt? Das kann ich aufbohren hier. Ach so, es passt nicht, war klar. Also komplett neue Stange. Hat der irgendwo ja, es ist tatsächlich in der Tat so. Das ist gestorben. Boah, jetzt wird es aber echt extrem hier mit dem Duft. Es ja. Wäre ja jetzt schön, wenn wenigstens die Stange durch die Pömpel passt. Passt auch nicht? Ist doch logisch, die ist ja dünner. Und du hast mir gesagt, das ist einheitlich. Ja, wird's hier auch jetzt. Nein. Zu kurz. Doch bohren. Happy. Mit einfach vorgestellt. Und ist es nicht? Ah, das ist Murphy. It's not for you. Hätte ich mal das hier als Universal. Gab's das als Universal? Ja, für 8 Euro. Ja, sorry. Ich fahre nochmal, hol es Universal. Ja, der hat aber nur bis 20 Uhr auf. Da muss er jetzt nicht beeilen, weil wir haben 19:23. Ja. Ich muss gucken, ob das alles passt. Ansonsten. Ja, sonst fehlt das auch noch wieder. Dann kannst du wieder nicht duschen bis Dienstag. Und ist dicht. Ja. Ich dusche nicht so oft. Ausmachen, dann machen. Ja. Oder? Super. Ein paar Wacker. Soll ich dir was zu essen vorbereiten? Nein. Nee. Okay. Und du kochst dir was? Wie sieht's aus? Deine Nudeln? Oh, das riecht gut. Machst du für mich was mit, Calvino? Okay. Bernd muss noch mal im Baumarkt fahren. Ach echt? Ja, das passt nicht, dieses Duschding da. Ja, du kannst es doch, das sind meine China-Nudeln. Ja, ich weiß, ich habe die auch lange nicht mehr gegessen, deine China-Nudeln. Na, freue ich mich drauf. So, was hast du noch hinzugefügt jetzt? Also, was meinst du zu den Spaghetti? Ja, Spaghetti, Paprika sehe ich, Zwiebeln. Ja, Röstzwiebel, Oregano, Salz, Pfeffer, ja. Olivenöl, Maggi. Cool. Lecker. Ja, dann brauchen wir 2 Schüsseln oder hier so Teller. 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 Die? Ja, genau, die sind gut. Guck mal, da ist ein Haar drauf. Mach das mal weg. Okay. Richtest du ab? Los, mein Lord. Mach das fertig. Hast du direkt auch wieder einen Schraubenzieher mitgenommen? Für die Sammlung. Wie mache ich Basels? Ich? Soll ich dir das holen, das Teil? Ja. Wenn du das weggebracht hast, hol es mir bitte. Du hast gesagt, hier halt mal. Nicht so klug. Ich habe schon gedacht, wie geht das da oben rein? Man muss das zur Seite drehen. Deswegen machst du das und nicht ich. Die hat sie oben durchgebohrt. Was darf ich dir? Was darf ich dir? Schraubendreher bitte. Nicht so genervt. Immer wenn du was machen musst, bist du voll genervt. Nein, bin ich nicht. Du bist ja so scheiße zu mir. Scheiße.
Schade, das habe ich nicht gefilmt. Warum passt denn die Pisse nicht? Weiß ich nicht. Warum redest du so? Was, ist zu groß das Loch? Ja. Dann passt es nicht heute zu groß. Danke. Das sind nicht 25 oder was ich gemessen habe. Was du gemessen hast. Ich kann dir ja mal das Maßband geben. Hier. Du hast ja noch ein zweites Ding geholt, ne? In 2 cm. Wie gesagt, ungefähr. Machen wir bitte das andere. Wo ist das? Küche. Bin ich aufgeregt, Alter, jetzt. Gibst du mir das? Danke. Oh, Baby, nein. Gib da nicht mehr her. Leute. Sollte man dann schnuppern. Leben ist halt als Beagle. Ja, gerade als Beagle. Auf jeden Fall. Er sagt, wann gehen wir in die letzte Runde jetzt? Was ist ja, los ich hier? Bin hier selbst. Gib Gas, Herrchen, mit deinem Konusgleiter-Moped. Anus. Anusgleiter. Das war jetzt scheiße. Früher hat man einfach einen Eimer Wasser genommen und sich über den Kopf geschüttelt. Ja, früher haben wir im Wald geschissen. Ja, wie einfach alles war. Ja. Also, der kommt dir jetzt Gesellschaft leisten. Ja. Hallo. Er beißt schon mal den neuen Duschkopf. Ja. Ja. Er passt schon mal auf. Hör auf. Nicht, nimm den alten. Sieht doch schon mal ganz gut aus, oder? Pferdescheiße schaufeln. Ja, da ist ja auch ein Kilo Scheiß heute gefressen. Wann verteilen wir die denn, die Pferde? Ich dachte, du hättest sie schon verteilt. Hab ich gehofft. Ich hab die Blumen gegossen. Ja, mach ich morgen. Morgen verteile ich den Pferdemist. No. Kaputt gemacht? Nein. Unseren neuen Venusgleiter? Das ist auch ein anderes Gleiter. Was hast du? Dich habe ich. Ja, mich hat er. Leben lang hast du mich. Hast du dir ausgesucht? Entweder hat er mich jetzt angepisst oder kann man es ausleiten. Was? Oh, oh Baby! Baby, was passiert? Oh, Schnäuzchen! Hast du dich gesehen, wie er da ja, auf, klar, habe ich das gesehen. Ich dachte, hätte ich auch sogar. Was macht er denn? Ja, er versucht dem Bernd zu helfen hier. Jetzt passt der nicht. Warte. Er passt nicht. Mach nicht kaputt. Jetzt haben wir um 3 Euro zu sparen quasi alles separat geholt. Und passt nicht. Und 7-mal im Baumarkt also, gefahren. Gerade halten bitte. Wie geht das jetzt alles? Ja, passt ja. Wie, was, woran hat es denn jetzt gescheitert, gehapert? Fluch hat der Menschheit. War falsch rum einfach. Blödes. Okay, jetzt ist es richtig rum. Es geht. Kann ich es ja gleich ausprobieren. Und das Murphy hat hier ausgepackt. Beim Duschen filmen? Nein. Der Smurfy, du brauchst jetzt aber nicht alle Holzstücke. Smurfy, aus. Geh ab. Du hast ein Holz auf dem Sofa. Komm, zeig mal dein Holz. Wo ist er? Oh, wo ist er? Zeig mal dein Holz. Wo hast du ihn? Wo ist dein Holz? Da, den hast du dir schon ergaunert. Ne? So, ich mach mal eben den Fernseher leiser. Es ist jetzt schon richtig spät. Ich weiß gar nicht, wie spät das ist. 21.30 Uhr. Selten, dass ich so spät noch vlogge. Ich habe jetzt hier meinen Laptop genommen und werde das Video, was ihr jetzt seht, schneiden. Aber vorher ziehe ich mir eben Socken an. Ich war schon duschen, eben die neue Dusche ausprobieren und das ist richtig schön. Das ist ein angenehmes Rieseln. Und im Gegensatz zu der alten Dusche
unglaublich angenehm, dass das Wasser nicht in alle Richtungen spritzt, so wie es vorher war. Ja, dann danke ich euch wie immer fürs Zuschauen und würde einfach sagen, bis die Tage. Wir sehen uns. Habt schöne Feiertage. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.